Wir sind 300, 350 Studenten pro Jahr, die hier anfangen. Das ist jetzt im Vergleich zu anderen Fakultäten echt eine kleine Zahl. Also es gibt Fakultäten, wo es wirklich 1000 Leute sind oder so. Dadurch ist das Studierenden- und Lehrendenverhältnis super gut. Schon so ein bisschen eine familiäre Atmosphäre. Man hat erstmal 5 Semester lang ein Grundstudium. Da werden alle Bereiche abgedeckt. Und dann hat man noch ein Jahr ein Schwerpunktsbereichsstudium. Und da kann man sich dann aussuchen, worauf man sich spezialisieren möchte. Düsseldorf bietet konkret 9 verschiedene Schwerpunkte an. Von Medizinrecht bis internationales Familien- und Erbrecht bis zum Kartellrecht ist für jeden was dabei. Wenn man möchte, hat man auf jeden Fall im 5. Semester Zeit, weil man hier bei uns keine Prüfung ablegen muss. Dann kann man da auf jeden Fall entweder ins Ausland gehen oder wir haben auch die Moot Courts. Das ist ein Wettbewerb, in dem man dann international gegen 350 Teams aus aller Welt teilnimmt. Und Düsseldorf hat in den letzten Jahren extrem gut abgeschnitten. Wir sind zum Beispiel zusammen mit Harvard auf dem 2. Platz gelandet. Das denken ja immer noch Leute, dass man Gesetz auswendig lernen müsste. Das hört man ja immer. Das ist auf jeden Fall nicht der Fall. Es geht vielmehr darum, die Gesetze zu verstehen und auch anzuwenden. Man hat extrem gute Chancen, wenn man in Düsseldorf ausgebildet ist, weil man natürlich schon am Standort ist, an dem einfach viele Kanzleien und Gerichte sind. Und man nicht das Problem hat, umziehen zu müssen oder andere Standorte zu finden, sondern einfach die ganze Bandbreite schon in Düsseldorf an sich abgedeckt ist. Auch im Hinblick auf Praktika, da muss man ja während des Studiums 2 Stück absolvieren, hat man allein schon hier wirklich eine ganze Menge an Anlaufstellen, wo man das Ganze sozusagen absolvieren kann. Düsseldorf ist da wirklich ein Zentrum, was die juristische Arbeit und Juristerei an sich angeht. Man bekommt auf jeden Fall eine super gute Ausbildung, ohne dass man sich so früh festlegen muss. Natürlich ist es gut, auch wenn man im Schwerpunkt schon das wählt, was man vielleicht später macht, aber es schließt halt eben nichts aus. Wenn man am Ende ein gutes Examen hat, dann steht einem so vieles offen und das finde ich an dem Studium immer ganz beruhigend.